habe ich hier ja komplett zerlegt. Was? Der Mast steht eigentlich, wollte ich das ja mal machen, beim Aldi für 150 Euro fast einkaufen. Der zweite Tag unseres Segelsommers 2020. Wir sind gestern in der Marina Großenrode angekommen, haben auf der Rampe geslippt. Das ging ohne jedes Problem, die ist schön flach, wie gemacht für unser Boot. Haben einen Liegeplatz zwischen den Fischkuttern bekommen und sind jetzt mit dem Aufregen so einigermaßen fertig. Das geht erstmal Richtung Malmö, sag ich. So, wir sind gestartet. Zunächst geht es über den Fehmarnsund. Gegen Mittag liegt Stavarug quer ab. Wir segeln dem schlechten Wetter davon. Und dort, wo wir hinsegeln, sieht es schon deutlich besser aus. Wir haben achterlichen Wind. Für den Steuermann ist das durchaus anspruchsvoll. Kann man doch bei halbem Wind oder hoch am Wind die Pinne festlegen und den Kurs automatisch halten, ist hier ständiges Korrigieren vonnöten. Spinnakerbaum zum Ausbauen gesetzt. Fällt die Genua nicht immer so ein und wir haben das Groß mit einem Bullenstander, die grüne Leine nach vorne gesichert. Das geht vorne durch eine Öse und ist hier belegt. Wir sind auf dem Weg Richtung Gezer. Die Großschifffahrt fährt hier in die Kaderdrinne ein. Und wir müssen diesen Schifffahrtsweg demnächst einmal kreuzen. Es herrscht reger Schiffsverkehr. Später frischt der Wind kräftig auf. Wir müssen reffen, machen aber immer noch gut Fahrt. Nach 10 Stunden finden wir einen geschützten Ankerplatz vor der Ostküste von Falster. An diesem Tag haben wir fast 50 Seemeilen zurückgelegt. So sieht das morgens in unserem Luxus-Apartment aus. Das Wasser kocht, die Sonne scheint. Da schläft der eine und da schläft der andere. Schnell ein Bad und schon geht's Anker auf. Gefrühstückt wird erst, wenn wir auf Kurs sind. In der Regel gibt es Müsli und Marmeladenbrote. Den Kaffee haben wir schon vor dem Start gekocht. Heute ist Mittwoch, unser zweiter Segeltag. Wir haben vor der Ostküste von Falster geankert. Sehr ruhig, keine Welle, ein bisschen Wind. Jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Malmö. Bei frischem Wind um 5 Uhr vor machen wir zwischen 5 und 6 Knoten Fahrt. Es herrschen traumhafte Segelbedingungen. Es ist 12 Uhr 23. Ach oh ja, Norbert hat lecker Mittag gemacht, ganz wichtig. Käse, Brot. Wir nähern uns Klintholm und damit auch den berühmten Klippen von Möhn. Als wir die Ostecke Möhns umrunden und in das Windlee der wirklich beeindruckenden weißen Klippen kommen, empfängt uns eine Flaute. Nur mit Hilfe des Außenborders können wir uns aus diesem Flautenloch wieder befreien. Und schon bläst es wieder mit 5 Beaufort. Gerefft und bei 1 Meter bis 1,50 Meter hohen Wellen schräg von vorn queren wir die mehr als 15 Seemeilen breite Faxebucht.
4 Stunden Segeln vom Feinsten. Geschützt durch die hohe Küste von Stevens Klint ankern wir an diesem Abend nach 10 Stunden Segeln und 47,3 Seemeilen gegen 19.30 Uhr vor der Ostküste von Seeland. So gegen 8.30 Uhr haben wir den Anker gelichtet und sind nun bei einem Nordwestwind um 3 Beaufort auf dem Weg Richtung Kopenhagen. Nach dem Queren der Kögebucht kommt die Öresundbrücke in Sicht. Zwischen Amager und der Insel Saltholm fahren wir in den Öresund ein. Da im vielbefahrenen und an den Küstenstreifen dicht besiedelten Öresund ein ruhiger Ankerplatz eher nicht zu finden ist und außerdem für den Folgetag Starkwind angesagt ist, entscheiden wir uns dafür, auf der schwedischen Insel Ven den Hafen Bäckviken anzulaufen. Gegen 7:30 machen wir dort fest. Zum Abend gibt es Pellkartoffeln mit Quark. Ja, wenn da einer frei ist. Yes, yes. No problem. An diesem Tag sind wir 40 Seemeilen gesegelt. Der Tag beginnt mit Regen und Starkwind. Als der Regen so um die Mittagszeit endlich aufhört, machen wir einen Inselrundgang. Mitten auf der Insel stoßen wir auf ein seltsames kuppelförmiges Gebäude. Es ist das teilweise rekonstruierte, teilweise unterirdisch angelegte Observatorium Sternjeborg des dänischen Astronomen Tycho Brahe. Am Abend kommen wir. Gemüsesoße mit Reis. Und Crosby, Stills, Nash & Young. Und Christian schnippelt, was das Zeug hält. Mit Zwiebeln sparen wir nicht. Und mit Knoblauch auch nicht. Jetzt. Alles wunderbar zusammengekocht mit Braten und dann. Und so sieht das Ergebnis aus. Bereits um 6:30 verlassen wir, um die Stegnachbarn nicht zu wecken, unter Segel den Hafen. Der Wind weht mit 3 bis 4 Beaufort aus Nordwest, wird aber immer schwächer. Je weiter wir in den Öresund einfahren, desto mehr gleichen die Ufer einer Industrielandschaft. Gegen Mittag erreichen wir die Enge zwischen Helsingborg und Helsingør. Zunächst kommt die Fähre aus Helsingborg, dann kreuzt uns die Fähre aus Helsingør. Und dann haben wir freie Fahrt an der schwedischen Küste entlang hinaus ins Kattegat. Der Wind ist inzwischen sehr schwach geworden. Wir versuchen es mit dem Spinnaker, geben aber nach 20 Minuten entnervt auf und Motoren. Ohne Segel rollt und stampft die Varianta im Schwell des Vortags. Kurz nach 17 Uhr machen wir im schwedischen Hafen Torekov fest. Es ist Samstag und es herrscht viel Betrieb. Wir meiden Corona-bedingt alle Kontakte und bleiben auf unserem Boot. Eingecheckt und bezahlt wird am Automat und kleinere Reparaturarbeiten werden sofort erledigt. An diesem Tag haben wir knapp 38 Seemeilen zurückgelegt. Es ist Sonntag, unser 6. Segeltag. Wir sind auf dem Weg zur Nordküste Seelands. Gestern Abend haben wir uns entschieden, nicht weiter nach Norden zu segeln. Es sind noch ca. 100 Seemeilen bis Göteborg
also 2 bis 3 Segeltage. Um dann noch 2, 3 Tage in den Schären zu segeln, das würde unseren Zeitrahmen vollständig sprengen. Wir sind früh gestartet, da der Südostwind später auf südwestliche Richtungen umschlagen soll, was für uns gegen an bedeuten würde. Bei 4 bis 5 Windstärken und Wellenhöhen um 1 Meter kommen wir trotz geraffter Segel mit 5 Knoten Fahrt gut voran. Nass! Wind aus der falschen Richtung! Und kalt wird es mittlerweile auch schon ein bisschen. Gibt aber noch andere, die segeln, ne? Da der Wind, wie vorhergesagt, umgeschlagen hat, heißt es für uns kreuzen. Als Ankerplatz haben wir uns eine geschützte Bucht nördlich von Røvik im Ausgang des Isefjords herausgesucht. Auf dem Weg dorthin machen wir beim Kreuzen hoch am Wind ordentlich Lage. Um 8:45, nach über 14 Stunden Segeln und einem scheinbaren Getriebeschaden am Außenborder ließen wir nach 60 Seemeilen den Anker fallen. Stimmung ist gut, Front ist in Sicht, deswegen sind wir wieder angeleitet. Motor ist wieder heile. Motor geht auch wieder. Er war ja nicht kaputt. Als wir gestern die letzten Seemeilen zu unserem Ankerplatz und der Motor zurücklegen wollten, ging dieser nach wenigen Minuten aus. Er ließ sich nicht mehr schalten, konnte also nicht in den Leerlauf geschaltet werden und auch nicht wieder angelassen werden. Die vorschnelle Diagnose: Getriebeschaden. Nach einer gefühlt schlaflosen Nacht und langem Suchen kamen wir auf die Lösung des Problems. Gasdrehgriff auf Standgas zurückdrehen und schon funktioniert alles wieder. Inzwischen haben wir die weit in die See hinausragende Seelandsotte umrundet und sind auf Südkurs. Das ist nicht der Hochdrucksommer. Da kommt eine Front nach der anderen und heute ist Norbert der arme Kerl dran. Gestern musste ich blitzen das werden. Das ist einfach so. Schöne große Tropfen. Unter Motor. Auf dem Weg zum Ankerplatz. Aber echt richtig schön. Der Anker sitzt. Wir haben gekocht. Der Tisch wird aufgebaut. In dieser Bucht wollen wir die angekündigten nächsten 2 Sturmtage abwettern. An diesem Tag waren es 36 Seemeilen. Leider bot die Bucht doch nicht den Schutz, den wir uns erhofft hatten. Schon in der Nacht zerrten die einfallenden Böen heftig an unserem Anker. Wir beschlossen, den Ankerplatz aufzugeben und im nur knapp 8 Seemeilen entfernten Hafenshö Schutz zu suchen. Als wir bei Wind um 6 Beaufort aus dem Schutz der Landzunge kommen, trifft uns zusätzlich noch der inzwischen aufgebaute Seegang mit voller Wucht. Wir segeln nur mit der stark gerefften Fock. 2 Stunden sehr nasses und bewegtes Segeln bringt uns kurz vor 13 Uhr in den Hafen. An diesem Tag, so glauben wir, haben wir die Grenzen des Varianta-Segelns ausgelotet. Heute ist Mittwoch, es ist ein Tag mit sehr viel Wind, 7 Windstärken mit Böen 8. Und da müssen wir abwettern natürlich, das geht mit der Variante nicht mehr. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir euch ein paar Details unseres Bootes einfach mal vorstellen. Bei schwerem Wetter oder wenn einer von uns sich eine Ruheauszeit gönnen will, haben wir uns angewöhnt, die Lifeline zu verwenden. Dazu
haben wir in der Mitte der Plicht an der Tischhalterung eine Metallöse eingeschweißt, in die wir das lange Ende der Lifeline einhaken können. Die Lifeline ist so lange, dass wir zwar über Bord fahren können, aber dann nicht unter Wasser gezogen werden. Irgendwann fragte mal jemand, wo wir denn unsere Bekleidung trocknen, denn in der Variante ist ja nicht ganz so viel Platz. Wir haben eine Sprayhood und unter der Sprayhood stehen abends auf jeden Fall die Schuhe. Und wenn der Trockeneinzug nass ist, dann wird er auch irgendwie dort ausgebreitet. Und das funktioniert in der Regel ganz gut. Unser Trinkwasser holen wir aus solch einem 11-Liter-Tank. Der ist deshalb besonders praktisch, weil er eine große Öffnung hat. Man kann ihn also von innen säubern. Und der ist auch klar. Man kann reingucken und sehen, ob irgendein Licht da drin ist. War hier das Original-Varianta-Radio verbaut. Das gefiel uns aber nicht so sehr gut. Wir haben es auch nicht benutzt. Deshalb haben wir es herausgenommen und ein kleines Schwalbennest eingebaut. In diesem Schwalbennest sind immer aktuelle Schreibdinge vorhanden, wie das Logbuch oder auch Anleitungen für Geräte, die wir gerade benötigen oder in die wir uns einarbeiten wollen. Auf der Steuerbordseite darunter befindet sich unser Funkgerät. Das ist ein DSC-Funkgerät, das haben wir aus Sicherheitsgründen irgendwann mal eingebaut. Natürlich ist die Antenne im Mast, es ist immer in Rufbereitschaft mit Kanal 16. Wir haben keinen Außenlautsprecher und müssen also entsprechend immer den inneren Lautsprecher und mit Mikrofon benutzen. Vor einigen Jahren haben wir die Elektrik general überholt. Wir haben sämtliche Leitungen neu eingezogen und auch im Durchmesser angepasst. Das Originalsicherungspanel haben wir ersetzt durch ein solches mit Automatiksicherungen. Jeder Verbraucher ist im Prinzip für sich abgesichert. Das war eine ziemlich aufwendige Angelegenheit und selbstverständlich hat Norbert dann von dieser ganzen Schaltung einen Plan erstellt und das aufgeschrieben, damit man später in der Lage ist, auch eventuelle Fehler noch einmal nachzuholen. Eine unserer besten Neubaumaßnahmen an der Varianta ist der Anbau eines Solarpanels. Als Platz haben wir die Schiebeluke gewählt, für die gilt sowieso Betretungsverbot. Solarpanel ist nicht aufgeklebt, sondern mit Klettpunkten fixiert. Großes Kopfzerbrechen hat uns die Kabelführung gemacht bei dem Solarpanel. Und das geht jetzt perfekt. Schauen wir mal nach vorne. Unter dem Schiebelug geht es weiter. Das muss man natürlich genau ausmessen hier in so einen Kabelkanal. Der Kabelkanal läuft weiter bis vorne zur Quergardinenleiste und dort dann zu einem Regler. Der Regler ist zwischen Batterie und Solarpanel geschaltet und zeigt uns entsprechend den Ladezustand der Batterie an. Im Moment sind das 99%. In der Praxis reicht dieses Solarpanel aus, um uns auch beim Ankern ausreichend mit Strom zu versorgen. So, die Batterie haben wir mal statt einer großen eine relativ kleine eingebaut. Ich glaube, die hat um die 50 Amperestunden nur. Die große stand vorher vorne im Rumpf und war nicht sehr sicher untergebracht. Diese hier kann sich nicht bewegen. Wir haben alles mit Sicherungen abgesichert, damit es keinen Kurzschluss geben kann. Und im Hafen wird diese Batterie geladen über Landstrom mit einem normalen Ladegerät, was wir vorne im Bug eingebaut haben. Bei Seegang zu kochen ist natürlich mit dieser Konstruktion unmöglich. Sobald das Schiff ein bisschen Lage macht, verabschiedet sich der Topf. Wenn es nach Steuerbord geht, ist es noch ganz gut.
Meist geht es aber nach Backbord auf den Teppich. Deshalb hat Norbert sich was ausgedacht. Das ist so ein Ring, der verhindert, dass der Topf weiter als einige Zentimeter rutschen kann. Den Ring hat Norbert selber gebogen und ausgeschnitten, damit entsprechend auch Sauerstoff an die Flamme rankommen kann. Da gibt es an der Seite so eine Klammer und damit kann man den Ring größer oder kleiner stellen. 2,5 Tage liegen wir bei Windstärken zwischen 7 und 8 Beaufort im Hafen fest. Bereits in der Nacht hat der Wind deutlich nachgelassen. Endlich kann es weitergehen. Wir verlassen den Hafen um 7.40 Uhr. Der Himmel ist bedeckt und es steht noch eine ordentliche See. Aber es weht nur noch mit 4 Beaufort, also bestes Segelwetter. Der Himmel reißt immer mehr auf, der Wind wird immer schwächer und wir immer langsamer. Wir umrunden Kap Resnes und fahren in den großen Belt ein. Fast keine Welle, schwacher Wind, ein sehr ruhiges Segeln. Wir lassen den Autopiloten steuern und machen es uns an Bord gemütlich. Das ist hier wirklich ein hervorragend schöner Platz. Man kann Ausflug gehen, man kann die Sterne. Am späten Nachmittag schläft der Wind ein und wir müssen den Außenborder bemühen. Wegen des Motorlärms ist es nicht mehr ganz so entspannt. Heute ist Freitag, der 31. Juli 2020. Wir fahren zu unserer Ankerbucht nördlich der großen Beltbrücke. Und weil es so ruhig ist, haben wir das erste Mal auf dieser Tour während der Fahrt gekocht. Guten Appetit! Kurz vor 22 Uhr erreichen wir bei einem traumhaften Sonnenuntergang nach 14 Stunden Fahrt und fast 48 zurückgelegten Seemeilen Leeotte. Dort ankern wir. Oh, das ist unser wunderbarer Ankerplatz. Nach dem üblichen erfrischenden Bad in der kühlen Ostsee verlassen wir unseren Ankerplatz. Der Wind weht mit 4 bis 5 Beaufort aus Ost und wir kommen mit 4,5 Knoten ganz gut voran. Gemeinsam mit weiteren Seglern queren wir die Großschifffahrtsstraße in einer Lücke des Frachtverkehrs. Unser Ziel ist Spotsberg auf der Insel Langeland. Wir müssen unbedingt tanken, denn gestern haben wir fast unseren gesamten Benzinvorrat aufgebraucht. Und in Spotsberg gibt es eine Tankstelle. Langelandhof quer ab. Jetzt sind es nur noch 15 Seemeilen bis Spotsberg. Der Hafen ist erstaunlich leer. Es sind so gut wie keine Gastsegler da. Corona lässt grüßen. Knapp über 30 Seemeilen. Unser 9. Segeltag. Wir verlassen den Hafen kurz nach 7. Sofort empfängt uns ein enormer Gegenstrom. Wir machen keine Fahrt mehr über Grund. Dicht unter der Küste, auf Höhe der 2-Meter-Linie, ist der Strom schwächer und wir kommen wieder vorwärts. Wir erreichen die Südspitze Langelands und können endlich aus dem Gegenstrom heraus segeln. Wir sind auf dem Weg in den Fehmarnsund.
Und dann kommt die Fehmarnsundbrücke in Sicht und es ist nicht mehr weit bis Großenbrode, dem Endpunkt unserer Segelreise. Und hier noch einmal die gesamte Reise. Falster, um Möhn, durch den Öresund, nach Schweden, entlang der Nordküste Seelands, abwittern in Havensö, durch den großen Belt, entlang Langeland, zurück nach Großenbrode.